mein Name ist Holger Rode. Wir haben hier in Allendorf eine Braugruppe gegründet. Das war ungefähr letztes Jahr. Insgesamt sind wir 9 Leute. Und die Idee ist irgendwie, wie auch immer, entstanden. Und dann hab ich das im Heimatverein mal kundgetan. Und dann haben sich der ein oder andere gefunden. Und dann sind wir an einen Bekannten gekommen, den ich auch von früher noch kenne, der das studiert hat. Und mit dem zusammen haben wir dann hier das Konzept für diese Anlage auch entwickelt und haben dann letztes Jahr im Oktober das erste Mal unser erstes Bier gebraut. Also wir brauchen so etwa 80 Liter, dauert zwischen 8 und 9 Stunden, bis wir den ersten Sud, bis wir den Sud hingekriegt haben. Und beim ersten Mal haben wir gedacht, ach, probieren wir einfach mal. Haben eine Anleitung gemacht, die habe ich zusammen mit dem Bekannten, haben wir eine Anleitung erstellt, Schritt für Schritt beschrieben und daran haben wir uns erstmal entlang gehangelt und ich muss sagen, beim ersten Mal habe ich gedacht, wir schütten das ganze Bier, so wie es ist, gleich wieder in den Gully rein, aber erstaunlicherweise hat das gar nicht so schlecht geklappt. Das Bier haben wir auch zu 100% getrunken, also von daher war das eigentlich eine ganz gute Sache. Ja. Und das Interesse ist auf jeden Fall groß. Die Rückmeldung, die wir durch, ich sag mal, Verschenken von dem Bier bekommen haben, war bisher absolut positiv. Also von daher ist das auch ein gewisser Ansporn für die Gruppe, auch immer weiterzumachen. Und wir freuen uns eigentlich jedes Mal, wenn wir uns hier treffen. Im Moment sind wir zu dritt. Die übrigen werden so im Laufe des späten Nachmittags auch noch eintrudeln, sodass wir dann nochmal wirklich zusammensitzen und dann auch mal das Bier, was wir schon gebraut haben, nochmal probieren können. Jetzt ist der Heimatverein hier in Allendorf ja ein sehr reger Verein. Es gibt hier die Braugruppe, es gibt die Backgruppe. In dem historischen Backhaus wird tolles Brot gebacken. Korrekt. Jetzt fehlt noch die Buttergruppe, ne? Dann ein schönes Butterbrot dazu und zum selbstgebrauten Bier was Besseres gibt es auch nicht. Das wäre vielleicht noch eine Option. Also die eine oder andere Idee existiert noch. Das ging über Kaffeerösten, über Wurst machen. Aber so weit sind wir im Moment nicht. Also wir sind froh, dass wir jetzt, ich sag mal, so weit sind, dass man das Bier auch trinken kann. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir das so hinkriegen, dass man auch dass das Bier, was man macht, auch beim nächsten Mal wieder genauso wird wie beim ersten Mal. Das ist noch ein ganz schön weiter Weg. Und dann fangen wir an, ich sag mal, noch andere Rezepte zu probieren und tasten uns so nach und nach ran, dass wir da, ich sag mal, eine gewisse Stabilität reinkriegen. Wobei wichtiger für uns ist eigentlich, Geselligkeit, dass wir auch was für den Verein zurückgeben können, indem wir zum Beispiel bei den Mitgliederversammlungen einfach das Bier zur Verfügung stellen, dass jeder mal das testen kann und einfach auch einen Beitrag liefern hier für die Gemeinschaft hier in Allendorf. Die Brautätigkeit ist beim Zoll angemeldet, das muss in Deutschland so sein und es wird auch die Biersteuer bezahlt. Genau. Das ist so, dadurch, dass wir, also normal darf man für Hobbybrauen, darf man bis zu 200 Liter selber brauen. Dadurch, dass wir aber nicht in einem unserer heimischen Keller brauen, sondern hier oben, läuft das ganz normal über das Zollamt. Das heißt, man meldet vorher das Brauen an und anschließend darf man dann die Biersteuer entrichten. Da gibt es dann einen Antrag für und den darf man dann ausfüllen. Das Malz wird hier selber gemahlen? Genau. Wir sind jetzt seitdem hier sind wir jetzt dazu übergegangen, dass wir uns auch eine Mühle angelegt hatten. Zuvor hatten wir das Malz über eine Brauerei bezogen und jetzt sind wir dazu übergegangen und mahlen das auch selber, was aus unserer Sicht auch einen positiven Effekt hat, weil wenn das Malz länger gemahlen steht, dann kann es auch oxidieren und so das Feedback bisher ist so eigentlich, dass es sehr gut sich verarbeiten lässt. Der Hopfen ist auch bezogen, also selber angebaut? Nein. Wir haben erstmal gedacht, lass uns mal gucken, dass wir überhaupt das Bier hinkriegen. Und wenn wir dann mal einen Schritt weiter sind, kann man uns überlegen, ob wir da noch einen Schritt weiter gehen, die Gerste selber anbauen oder Hopfen selber anbauen. Aber das ist noch vielleicht mal in ein paar Jahren. Aber jetzt ist Allendorf-Hartberg nicht der größte Stadtteil der Stadt Falkenau, eigentlich der kleinste, ja. Aber mit einer der aktivsten hier. Außerhalb von Corona wäre Schleppertreffen, Uli-Treffen, ganz viele Treffen, Festchen am Backhaus und so weiter. Ja. Wie kriegt man die Leute immer wieder motiviert? Ich
glaube, da bedarf es gar nicht so einer großen Motivation. Also ich sag mal, wo wir das die Braugruppe gegründet haben, waren ruckzuck, waren 9 Leute zusammen, die sich das bereit erklärt haben. Und das ist bei den Festen letztendlich auch. Das sind immer ein paar Leute, die da aktiv sind. Und man hat das ja auch bei unserem Fest gesehen, 2019. Da war, ich sag mal, 3/4 der Einwohner war bei dem Fest mit involviert, was Aufbauen anging. Zum Beispiel, wo man sagt, hinterher beim Abbauen ist kein Mensch mehr da. Da waren da, glaube ich, 80, 100 Leute. Und da wurde die Reste an Kuchen wurden noch gegessen und dann gab es noch was zu trinken. Und das war eine richtig schöne Veranstaltung, auch am Schluss noch. Also die Gemeinschaft hier ist schon sehr gut. Also Altendorf Hartberg, eine Dorfgemeinschaft, wie man sich eine Dorfgemeinschaft wünscht. Kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Auch der Harry erzählt das auch immer, aufgenommen, der Zugereister, selbst die werden sehr gut aufgenommen. Also sehr gute Gemeinschaft. Ohne das, glaube ich, wären wir nicht so weit, wie wir jetzt sind. Während unten im Gebäude das Bier seiner Fertigstellung entgegensieht, lohnt sich ein Blick in die oberen Etagen, in die obere genauer gesagt. Dort ist ein kleines Heimatmuseum eingerichtet. Liebevoll wurden Dinge aus vergangenen Zeiten zusammengetragen und präsentiert. Lila ist, haben wir noch zu viel Stärke drin. Sieht gesund aus. Sieht auf jeden Fall gut aus, ist nichts lila. Also von daher haben wir es geschafft, die ganze Stärke umzuwandeln zu haben. Oh, okay.